Ich hab ein Medikit entdeckt. So. Revolver, passt schon. Gut. Was haben wir hier liegen? So, hier drinnen liegt noch die Schrotflinte, Ashkandra. Was? Wo? Ah, hier. Da. Ich könnte langsam auch mal ein paar neue Waffen brauchen. Ich wollte gerade sagen, wenn du hier zum Verkaufen brauchst, musst du Bescheid sagen. Dann schmeiß ich dir ein bisschen was dahin, aber mit neuen Waffen kann ich nicht dienen. So, müssen wir eigentlich gerade hin. Ja, geradeaus weiter. Durch das Türchen. Tor 1, Tor 2 oder Tor 3? Tor 3. So, da vorne leuchtet was Grünes am Boden. Wartet auf mich, bitte. Das ist irgendein Granaten-Update. Oh. Wir könnten dann noch gleich mein Auto gebrauchen, weil wir müssen noch ein Stück fahren. So. Das Lila ist sogar gefallen gerade. Noch jemand? Nein? Für einen Soldaten, schon wieder. Krass. Das zweite Alter Lager! Okay, das kann da nichts für. Granaten-Update. Brandgranaten mit 40 Schaden. Was ist das? Wow, da kommt noch einer angerollt. Geil, die rumfurzeln, wenn die sterben. War das hart am Fighten da vorne? Naja. Mit seinen hüpfenden Granatendingern. Das Schöne ist, die Kugel ignorieren halt so komplett die Schilde vom Gegner. Das ist schon extrem geil, ja. Also, das liegt aber an meiner Skillung. Ja, ja, weiß ich. Das war vielleicht nicht ganz so teuer. So, dicker Mann steht mir im Weg. Was? Hier steht dicke Männer im Weg? Ja. Oh, ja, SMG, alles SMG. Hey, ich bin nicht dick. Ich bin nur gut gebaut. Ich hab nur schwere Knochen. Ja, dick ist er wirklich nicht, aber... Er ist vernarbt. Gut gebaut würde ich das auch nicht nennen. Oh. Eher brutal. Gibt's hier irgendwo eine Autostation in der Nähe? Ich glaube ja nicht, oder? Nee, wir müssen echt noch latschen. Wir müssen nach oben, über die Brücke müssen wir da. Oh, hier oben ist ein Waffen-Update. Müssen wir nicht zwangsweise, oder? Ich würde sagen, wir kommen hier auch geradeaus durch und was unter der Brücke lang durch, sozusagen, und dann da rechts. Okay. Links, links, Klatsch. Ich bin auf dir gelandet. Nee, kommt man denn da hoch? Hier? Ach, da drüben. Ja, irgendwie. So viel zum Blindfisch. Ja, was, du fragst alle 3 Sekunden, wo denn jemand ist. Ja, weil die ständig in irgendwelche Richtung wegflashen oder so rennen. Während ich dann noch irgendwo am Looten bin oder am Verkaufen oder so. Die verteilen uns die ganze Zeit viel zu sehr. Das war das schöne Left 4 Dead. Da konnte man sich nicht so verteilen, das war mal cool. Hört ihr das? Alter. Ja. So. Zack, zack, zack. Braucht jemand ein Medikit? Das ist schön für dich. Ich hab ein Medikit gefunden. Das macht die Leute wieder heil. Weißt du? Oh, hoffe ich. Im Flug noch eingesammelt. Nicht schlecht war das. So, da ist die Brücke. Aber auf diese Tennis bin ich ja mal echt gespannt.
Irgendwie. Da hängt einer vor der Brücke. Piss off! Na. Dramatische Musik? Ja, ich hab hier ein bisschen was an Gegnern gefunden. Du schießt da hin? Alter, wer schießt auf mich? Wie sind die hier? Viele hier. Hm. Jede Menge Geld. Geld, Geld, Geld. Also Geld droppen die wirklich ohne Ende. Klasse Soldat, schon wieder. Hier so ein Mod. Hinter dir direkt, Flo. Ganz saft. Ja. Ja. So, man kann ich euch die geben, damit ihr die verkauft. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt über die Brücke, oder? Da drüben gibt's Autos, oder? Ah. Ja, wir sind eh gleich da. Ja, wir gehen jetzt so zu Fuß da drüber. Komm. Sagt er und rennt los, ne? Tja. Braucht man Movement Speed. Da ist Briefkasten. Oh, hallo Schläger. Hallo, haben Sie Post? Aha. Oh, eine Waffenkiste. Schicken Sie was anders aufmachen? Mach mal. Offen. Zwei Schrotflinten. Aha. Ah, nichts Gutes. Ich würde mal die eine, die 56er, nämlich will mal eine Schrotflinte ausprobieren. Weil der Dingensbummens ist ja nichts für mich. Der Raketenwerfer. Wenn ich mit der Schrotflinte schießen würde, hätte ich ein lustiges Update dafür, nur ich benutze es ja eigentlich nicht. Entweder so. Ich leck gerade ein wenig oder ich weiß ja nicht. Mein eines Dings, Kommando-Ding. Hat 40% mehr Schaden mit Schrotflinten drin. 40? Boah, das ist aber viel. Ist auch Leader, das Scheißding. Deswegen will ich mal eben gucken, ich hab da noch ein anderes. Von daher muss ich gleich mal schauen. Mhm. So Leute, hallo, hallo. Ah, ja, hi. Der neue Viecher. Ja, hallo. Hört ihr mich noch oder nicht? Ja. Ja. Ich hab irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ich würde. Kann passieren. Das was gedroppt, was orange ist. Ja, für dich. Ernsthaft? Ja. Wow, da kommt noch mehr. Kommen aber auch immer in Massen hier an, wa? Das ist schon Berserker. Sorge, Schaden für Berserker. Stimmt er doch schon. So, gucken, ob besser ist. Kann ja eine andere Stufe sein. Jede Menge SMG-Modi. Wahrscheinlich. Irgendwo hier liegt ein Schild. Oh, ein Revolver. Aha, aha. Da, so, da noch. Oh, ich bin voll, super. Hier liegt noch ein Schild. Oh, wenn du voll bist, nehme ich das mit. Hacke voll bin ich, aber Hacke voll. Hacke voll, so richtig voll. Ah, oh, ja. Wow, jo. Aha, das ist endlich mal wieder ein Speicherpunkt. Mit. Ein Speicherpunkt hoffentlich doch mal mit Automaten. Nein. Hm. Sieht aus wie so ein Meridian-Tempel oder wie sie heißen. Ja, da müssen wir auch irgendwie rein, ne? Und da hängen Viecher vor oben an der Decke. Vorsicht, das sind Gegner. Ey, cool. Lasst ihr mal kommt her. Ja, sammelt euch erstmal hier, ne? Sind doch alle da. Getroffen. Der Loot ist auf die andere Seite gefallen. Wir müssen schnell hin. Wow. Aber noch jemand durch.
nicht. Ich auch nicht. Irgendwann, ja. Ich hab grad solche Drehkugeln fliegen sehen und ich hab grad nicht die Waffe dafür ausgesucht. Ist was für ein Berserker? Was, Berserker? Ja, mit 44% mehr Schaden durch Explosionswaffen. Oh, das ist aber schlechter als meins. Wenn er zuschlägt, ist das doch nicht Explosionsschaden. Nee, aber sein Raketenwerfer macht Explosionsschaden. Der macht dann mal eben die Hälfte mehr. Das wäre auch übel, Explosionsschaden, wenn er zuschlägt. Gibt es. Da vibriert ja echt alles. Ich wollte gerade sagen, ja, ich habe Explosionsbolzen. Ja, kannst du auch wieder auswählen. Übel. Ja, kommst du her? Was machst du hier? Ja. Zack. Oh. Wo kommt die kleinen Viecher her? Level up! Medikit gefunden! So. Weiter! Yay! Yeah. Das sieht cool aus, ich mag diese Zeichnung, ja, oder Runen. Ich sehe hier eine Menge Rats. Einer fliegt da, glaube ich, noch, oder? Das ist meiner. Nee, da ganz hinten. Oder er ist gerade umgefallen, ich weiß es nicht genau. Diese Luftangriffe finde ich ja ungemein fies irgendwie. Hier eine Waffenkiste, ich muss noch gucken, wie ich da hinkomme. Ja, die sehe ich auch. Gesehen habe ich sie auch schon, aber. Ich sehe ein Flugviech. Wahrscheinlich hier oben lang. So, schau mal. Sniper. Boah, von wem krieg ich Schaden? Sieh dir das an! Und noch eine Sniper mit 247. Gut, die nehmen wir. Ja, komm. Schauen wir mal. Bin da. Sehr gut. 274. Ein Update für den Soldaten. Ja, das ist ja nicht wahr, ey. So. Und eine MG für den Soldaten. Richtig übel. Jetzt muss ich anfangen, billigen Scheiß wegzuschmeißen. Hier oben gibt's noch einen Sniper, ne? Kann. Nimm doch mit. Ah, okay. Ich weiß ja nicht, ob einer von euch vielleicht da was will. Erstmal ich. Also ich skill hier gerade über Level 10 hinaus, also ich glaube nicht, dass wir mit Waffen Level 10 maximum. Nee, ich bin auch schon höher. Das hatte ich gestern aber schon gesagt. Level 13 habe ich mittlerweile. Was? Ich habe noch keins auf Level 10. So, was habe ich? Ich hatte Dingens auch schon recht weit. Ja, SMG habe ich auch schon auf 12. Oh, Waffenkiste. Meine Fresse, so langsam zieht mir der Arm, ey. Einmal hochheben. So, und hier muss sie sein. Da ist sie. Ja, warte mal, bevor du anfängst. Ich darf zuerst. Wie geht's dem Rekorder? Wo ist der überhaupt? Ich wollte gerade sagen, guck doch mal, ob du ihn findest. Unglaublich, mit deinem Verstand und den Schwierigkeiten, die sich daraus ergaben, ist es dir gelungen, ein Fragment des Kammerschlüssels korrekt zu identifizieren. Überlass es mir bitte. Ich möchte einige Tests damit durchführen. Ich hatte mal eins davon. Jetzt hat es Crazy Earl zusammen mit einer Menge Unterwäsche von mir. Magst du Käfer? Was? Unterwäsche, Käfer, fiese zusammen. So, triff den verrückten Earl. Fieser Zusammenhang, oder? Was denn? Käfer, Unterwäsche und Käfer? Ach was, normal. Ich hab Hummeln im Hintern. Oh Mann, jetzt müssen wir wieder komplett zurück, Hat jemand ein Auto gesehen? Ne, hier gibt's doch keins in der Nähe. Relativ schnell schießt der Sniper hier. Das ist ganz okay. Gut. Wer? Wo? Irgendwas hat mich gerade von oben angegriffen, da hinten. Aua! Leute, kann ich nicht mal in Ruhe eben meine Autos hier durchgucken? So, da haben wir ihn. Fixer. So. Also die Schrotis finde ich aber auch ganz geil, irgendwie.
So, Ari haben. War das hinter dir? Ja, schon wieder. Ich hab's gehört, wie sie es aufgegraben hat. Alter, Juri, du bist schon Level 26. Jo. Was rot ist? Der ist Hilfe. Was für ein Crit-Faktor haben eigentlich die Viecher? Wo crittet man die, wenn man die trifft? Hinten am quasi. Körper. Da, wo okay. Kein Panzer ist. Genau, vorne am Panzer fressen die halt nix sozusagen und hinten dafür umso mehr. Weil irgendwie ist das extrem. Ich schieße von vorne auf die, auf einmal zeige ich mir trotzdem einen Crit. Dann schieße ich von hinten auf die. Ja, weil du dann auf die Beine getroffen hast. Also dann schieße ich von hinten auf sie. Nee, die heben den manchmal an. Dann schieße ich von hinten auf sie, dann mach ich nur normalen Schaden. Das ist teilweise etwas verwirrend, finde ich. So, wir gehen uns erstmal ein Auto holen, würde ich sagen, oder? Wo war hier eine Autostation? So hinten bei diesem drehenden Rad, glaube ich.